Jo Leute, zurück bei Starbound. Hund. Ich bin gestorben, wie es aussieht, während ich die wundervolle Tonspur gemacht habe. Die Viecher sind ja wohl getarnt, das gibt's ja gar nicht. Aber gut, ich muss auch sagen, ich laufe eh nur doof auf dem Planeten rum. Ich habe noch nicht mal Sound gerade. Ich habe tatsächlich einfach die Aufnahme gestartet. Ich habe natürlich vorher den Boxensound leise gemacht, damit mir nicht so ein Fail passiert bei den wie bei den kommenden Painkiller-Parts, beziehungsweise bei einem. Wow! Da habe ich doch tatsächlich einfach mal total verpeilt. Fleisch. Da unten liegt auch Fleisch. Das holen wir uns. Da habe ich tatsächlich komplett verpeilt, die Boxen auszumachen, beziehungsweise wieder leiser zu machen, so dass ihr das nicht hört, weil mein Mikro nimmt das ja dann sonst nicht auf. Das nimmt ja, wie sagt man eigentlich dazu? Also das nimmt mehr von vorne als von der Rückseite auf. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das stand beim Mikro dabei. Auf jeden Fall ist es so, dass das dann halt nicht so intensiv die Hintergrundgeräusche aufnimmt. Deswegen hört man meiner Meinung nach eigentlich auch meinen PC nicht so wirklich. Weil eigentlich, das ist recht lustig, ist der doch, ja, gut zu hören, der PC, muss ich sagen. Also finde ich ein bisschen scheiße, aber naja, ist halt nun mal so. Aber das Problem, dass irgendwie ein Rauschen vom PC ist oder so, habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe natürlich Rauschen, wenn ich die Tonspur nicht bearbeite. Allerdings ist das auch nur das, mehr oder weniger Grundrauschen von, ach, hau doch ab, das Grundrauschen von meinem Mikro, was ich habe. Sonst ist wirklich eigentlich meiner Meinung nach die Tonspur vollkommen okay. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, ob ich irgendwie was komplett ändern soll. Aber eigentlich bin ich zufrieden mit meinem Sound. Ich finde auch irgendwie, ich hatte früher immer das Problem, ganz am Anfang, boah, da müsst ihr euch mal das Let's Play von mir, was waren, Orcs Must Die oder dem Punisher. Ich glaube, Punisher war schon anderes Mikro. Aber ihr müsst euch mal das, die Aufnahme mit dem, oder die Aufnahmen mit dem anderen Headset, meinem alten, richtig ersten, guten Aufnahme-Headset anhören. Boah, ich sag's euch, ey. Da, die Aufnahme, der Sound ist richtig unnormal. Ich höre mich da richtig anders an. Natürlich ist das jetzt auch schon ein bisschen her, aber trotzdem, das ist voll der Unterschied irgendwie, finde ich. Und vor allem, da ist auch noch Rauschen drin und alles. Also, ich wusste zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen, wie man damit umgeht, also mit dem Programm an sich. Aber ich weiß nicht, irgendwie war zu dem Zeitpunkt das Problem, dass ich halt, ich wusste, wie ich was machen kann, aber über das Headset haben sich die Aufnahmen alle okay angehört. Und ich habe die dann natürlich siegessicher, mehr oder weniger, wenn man das in diesem Zusammenhang sagen möchte, hochgeladen. Und ja, jetzt habe ich mir letztens, Alter, ein Boss, scheiße. Jetzt habe ich mir letztens aus Spaß tatsächlich mal so meine Videos durchgeguckt und auch Thumbnails geändert und was weiß ich. Und da war halt auch dann, boah, die nehmen wir. Da habe ich dann halt auch mein Orcs Must Die Let's Play mir nochmal angeguckt und so weiter und so fort. Und da sind mir echt, keine Ahnung, wie ich dazu sagen soll. Also, es war echt schon krass, wie sich das verändert, wenn man dann einmal so ein richtig Mikro hat zum Aufnehmen und nicht so ein Headset nimmt. Ich meine, ich muss sagen, ich habe ja meine ganzen anderen Videos danach mit meinem geliebten Headset, meinem, was war das? Ich glaube, PC 320 ist es auch schon wieder Säureregen. Ich weiß schon, dass das nicht mein Heimatplanet wird.
Ja, habe ich ja mit meinem geliebten PC 320 war es, glaube ich, so war es. Von, ja. Gott. Hier. Ich weiß es jetzt nicht. Irgendwas mit S. Auf jeden Fall war es, oder was heißt war es, ich würde das auch immer noch nehmen. Das hat echt, das hat meiner Meinung nach eine gute Qualität und vor allem, das ist das bequemste Headset auf diesem Planeten, finde ich. Also ich hatte wirklich viele Headsets und ich habe auch viel ausprobiert und was weiß ich nicht noch alles, aber keins hat mir so gut gefallen wie das. Das ist echt krass, also schnell mal unterstellen. Das ist so, es hört sich voll behindert an, wenn ich euch das jetzt so sage, aber das fühlt sich so weich an, aber auch nicht aufdringlich. Ich habe jetzt momentan, habe ich noch mein anderes Headset hier, mein USB-Headset, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich glaube Plantronics. Ach, warte mal, das kann ich sogar nachgucken, ihr dürftet das jetzt eigentlich nicht sehen. Gamecom 780 Plantronic, was weiß ich, ist, eigentlich ist das ein gutes Headset. Das ist auch, soweit ich weiß, das 7. oder 5.1. Natürlich fake, weil so richtig gibt's das nicht in einem Headset-Format, aber es ist wirklich, zum Zocken ist es 1A. Also wenn man mal so eine Stunde, keine Ahnung, Call of Duty oder so daddelt, dann ist das wirklich richtig klasse. Also da kann man wirklich die Gegner von allen Seiten hören. Du hast keinerlei Probleme. Ich krieg keinen Schaden. Dabei stehe ich mittendrin. Du hast keinerlei Probleme, die Gegner zu hören. Du hast keinerlei Probleme, irgendwie Abschussserien oder so zu hören. Also wenn jetzt irgendwie zum Beispiel ein Stealth-Bomber ankommt, kannst du einigermaßen orten, wie der auf dich zukommt. Also es ist echt ein gutes PC-Headset, muss man sagen. Aber es ist halt nach einer Zeit echt schwer auf den Ohren. Und das andere, was ich hatte, das war halt, oder das habe ich immer noch, aber das hat halt momentan meine Freundin. Und das ist halt so, ich weiß nicht, das ist so Hammer, das liegt gut an. Wenn du damit irgendwie skypen willst oder so, funktioniert das einfach super. Du musst das Mikro nur runterklappen und wenn du dich stumm stellen willst, klappst es wieder rauf. Das ist einfach klasse. Sennheiser, von Sennheiser war es. Jetzt weiß ich es wieder. Genau, Sennheiser. Und sorry, dass ich hier so ein bisschen, ja, doof rumstehe. Aber wenn ich jetzt hier halt rumlaufe, dann sterbe ich wie ein räudiger Köter und das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, sag ich mal, ne? Ich könnte aber derzeit... Nein, könnte ich gar nicht. Oder? Nee, dafür muss ich auch meine Workbench aufstellen. Ich guck mal gerade, ich kann... Ach, hier passt die locker hin. Da ist sie doch. Ach ja, und? Hä, wieso kann ich denn die hier nicht hinsetzen? Ach, wegen dem Wasser da unten. So ein Blöckchen. So, ich werde in naher Zukunft, sobald ich es mir gekauft habe, werde ich, das habe ich auch schon mal erwähnt, zu 7 Days to Die Videos machen. Und ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich als allererstes mir selbst das Spiel mal angucke, weil das soll schon relativ komplex sein. Und da will ich dann natürlich nicht irgendwie wie so ein Vollhorst dastehen. Deswegen gucke ich mir das halt erstmal so ein bisschen an. Guck mir an, wie crafte ich das und so weiter und so fort. Und wenn ich das habe, also wenn ich so ein bisschen so die Grundsachen drin habe, dann werde ich hingehen und... Ach, ich kann ja damit gar nicht kochen. Okay, dann machen wir das anders. Ich baue mir noch ein Campfire. Dann werde ich hingehen und werde... erstmal so ein bisschen aufnehmen, also voraufnehmen schon. Irgendwie, weiß gar nicht, vielleicht irgendwie so 10 Videos oder so vorher schon aufnehmen. Und dann werde ich die hochladen, damit ich auch vorratsmäßig gut gedeckt bin, sag ich mal. Ja, so zur Info, könnte man sagen.
halt einfach, weil ich bin der Meinung, dieses Spiel hat großes, großes Potenzial und warum soll man es nicht nutzen, ne? Also, was heißt nicht nutzen? Ich bin einfach der Meinung, dass die Kombination aus Minecraft und Zombie-Game oder Zombie-Survival-Game einfach richtig geil ist. Und sorry, wenn ihr jetzt irgendwas Lautes gehört habt. Ich bin gerade ans Mikro gekommen. Ich muss mir echt mal eine andere Position dafür suchen. Wie gesagt, also ich persönlich, auch wenn es jetzt nicht die gerade beste Grafik hat, find's echt geil, was ich bis jetzt gesehen habe. Kann auch sein, dass ich irgendwie total geblendet bin und dann spiele ich's und dann denke ich mir, oh Gott, ist das scheiße. Kann auch sein. Aber ich denke mal, da ich tatsächlich so auf dieses Survival-Ding eigentlich total stehe, ich meine, im Grunde, es hört auf zu regnen, im Grunde ist ja Minecraft auch, oder Starbound, oder Terraria, oder Nether, oder, nix anderes, hier DayZ, bestes Beispiel, habe ich mir jetzt auch geholt, ist ja im Grunde nichts anderes als genau dieses Überlebens-Survival-Ding. Und warum soll die Kombination aus, ich sage mal, Minecraft und Zombie-Survival, weil das ist so das, was ich oft gesehen habe und auch oft lese im Zusammenhang mit dem Spiel, warum soll gerade diese Kombination, wenn die alleine stehen, schon geil sind, warum sollen die dann zusammen nicht irgendwie noch geiler sein? Und ich habe jetzt seit, lasst mich nicht lügen, ich glaube seit zwei, nee, Quatsch, seit heute Morgen, glaube ich, ja doch, mit Pause, habe ich seit heute Morgen mir schon das Let's Play angeguckt bei German Let's Play, nee, wie heißt es? Doch, German Let's Fail, keine Ahnung, der hieß ja auf jeden Fall mal German Let's Play. Und da gucke ich mir halt momentan das Let's Play an. Ich glaube, das geht irgendwie auch nur 36 Parts oder so. Das ist halt, wahrscheinlich hat er das irgendwie abgebrochen oder so, weil entweder zu viel andere Projekte oder halt, keine Ahnung, vielleicht ging es auch nicht mehr, weil es irgendwie zu buggy war oder so. Kann ja auch sein. Aber ich weiß nicht, also ich verfolge momentan zwei Let's Plays. Das eine ist bei 321 Spiele, übrigens richtig coole Videos. Also ich feiere den Typen richtig, ich weiß auch nicht warum. Also ich weiß schon warum, weil es mich unterhält, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich den cool. Und natürlich dann jetzt noch das Let's Play bei Germ Let's Play oder Fail, whatever. Und ich muss sagen, beides finde ich geil. Also die Let's Plays sowie auch einfach die Einblicke, die da in das Spiel gezeigt werden. Vor allem, man kann sich da ja dann tatsächlich selbst eine Festung aufbauen mit Sachen, die man dann abgearbeitet hat. Also im Grunde Minecraft. Aber man kann dann halt auch, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie Bretter vor die Scheiben tun. Man kann die Scheiben verstärken. Man kann Waffen finden. Man kann Waffen selbst craften, was ich richtig gut finde. Das fehlt mir irgendwie. Ich meine, gut, man kann jetzt zum Beispiel bei Starbound auch Waffen craften. Aber wenn man überlegt, also ich konnte bis jetzt, und ich habe auch noch keinen gesehen, der es konnte, Schusswaffen craften. Und da kannst du halt, wenn du die einzelnen Teile hast, das heißt, wenn du einmal hingehst und eine Shotgun, die du findest, auseinanderbaust und dann hingehst und das dann jeweils baust, also die einzelnen Teile davon, dann kannst du tatsächlich dann kannst du einfach eine, wie sagt man, eine voll in Schuss, voll der doofe Zusammenhang und doofer Wortwitz, egal. Also eine gut erhaltene Shotgun kann man dann einfach herstellen. So, zum Beispiel. Oder eine Pistole geht auch, soweit ich weiß. Und so weiter. Das ist einfach, also ich persönlich finde, das ist richtig geil.
Also es gibt ja viele Sachen, die momentan mit Craften zu tun haben, einfach weil viele Sachen immer noch meinen, sie könnten auf den Minecraft-Zug aufspringen, sag ich mal. Also wie zum Beispiel, wie hieß das, was ich auch gesehen habe, Guncraft oder so. Also da kannst du ja auch irgendwie deine eigenen Waffen erstellen oder so. Und das, also total behindert. Das Spiel an sich war schon total behindert. Ich persönlich würde mir das niemals kaufen. Ich habe das bei German Let's Play gesehen und also ich war entsetzt, muss ich fast sagen, dass die sowas freigegeben haben. Der Typ ist einfach tot umgefallen oder einfach so in den Boden gefallen. Geilste Stelle überhaupt war dann aber, als er, ich glaube, das war das zweite Spiel, was er bei diesem Game gemacht hat, also so das zweite Online-Spiel. Ihr müsst euch vorstellen, das Spiel an sich läuft ab wie, ja, wie Call of Duty im Minecraft-Universum, könnte man sagen. Und ich glaube, am ehesten könnte man es mit diesen, wie heißt das bei Minecraft? Hunger Games oder wie das heißt, könnte man das in Verbindung bringen. Nur halt, dass du da Waffen hast, beziehungsweise dir selbst Waffen herstellst. Halt, im Grunde ist es tatsächlich Call of Duty in der Minecraft-Welt. Mehr ist es nicht. Und da war es dann so, da ist er doch dann tatsächlich beim zweiten Video ins Wasser gefallen, was ja jetzt an sich nicht so berauschend ist. Aber später, als er sich so umgeguckt hat und wie konnte man denn hier rauskommen und was weiß ich, war es doch tatsächlich so, dass ein Helikopter durchs Wasser geflogen ist. What, habe ich mir nur gedacht. Also das Spiel könnt ihr mich auch anbetteln, das kommt niemals. Da habe ich keinen Bock drauf. Zu Seven Days to Die kann ich nur so viel sagen, es wird kommen, sobald ich das Geld habe, beziehungsweise sobald ich es mir gekauft habe. Und ja, mehr brauche ich jetzt auch nicht sagen. Bis dahin und haut rein.